Ich überlege gerade, eigentlich können wir tatsächlich. Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen runtergehen. Also wir könnten uns halt eigentlich sogar bis runter auf die Ebene, die wir vorne haben, buddeln. Wir gucken gleich mal, wie tief das gehen muss noch. Damit wir dann Anhaltspunkt haben. Es ist so komisch, jetzt wieder so diese Ruhe. Also wir hatten gestern zwar auch ein, zweimal so Phasen, wo es ein bisschen ruhiger war. Aber jetzt das gerade ist schon sehr ungewöhnlich. Also im Vergleich zu gestern. Dann könnten wir nämlich tatsächlich in dieser Linie dann auch das Lager machen. Das würde eigentlich tatsächlich sogar ein bisschen Sinn machen vom Platz her. Weil da kann man sowieso nicht so viel machen. Aber für ein Lager finde ich, passt das ganz gut. Sehr gut, dass wir jetzt dadurch auch ein bisschen Eisen kriegen. Das ist sehr, sehr gut. Das finde ich super. So. Jetzt gehen wir nämlich mal hier kurz runter. Oh Gott, wir werden viel, viel Sand brauchen. Haben wir da eigentlich ein Bett drin? Ich glaube nicht, ne? Und warum sind hier wieder Hühnchen drin? Das würde mich immer noch interessieren. Da hat irgendjemand wieder Hühnchen reingeschmissen. Ich weiß es doch. Ach so, es kann nicht. Oh, ich weiß, warum es sein könnte. Da ist ja noch der Werfer drin. Der hat bestimmt noch ein paar Eier geschmissen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, ne? So, wir gucken mal eben kurz in die Truhe, wie viel Andesit wir denn da hätten. Wo haben wir es denn? Hier. Oh, ja, da haben wir viel. Okay, das wird reichen. Das wird locker reichen, um das dann zu ersetzen. Weil es soll ja schließlich am Ende so aussehen wie hier, ne? Soll ja passen. Ach so. Oh, moin. Geht der gerade die Treppe hoch? Der geht die Treppe hoch, oder? Der geht doch die Treppe hoch. Really? Ja gut, jetzt geht er die Treppe hoch. Wir kaufen nix. Können wir hier eigentlich feststellen, was wir schon verzaubern? Oh, wir könnten Effizienz 2 draufpacken. Das wäre ja super. Okay, wir brauchen Lapis. Warum hat das eigentlich nicht da oben? Hä, hatte ich nicht eine Truhe dabei? Habe ich die wieder abgelegt? Sie da hinten. Weil die wäre da oben, glaube ich, ganz praktisch. Okay, wir haben hier keine mehr. Waren das 8 oder 9? Siehst du, selbst hier kam nicht plötzlich mehr, als ich wollte. Ah, okay.
Also, ich glaube, wir haben das Problem gebannt. Leider zu einem Preis, der mir nicht so gefällt, weil ich die Maus, die ich jetzt gerade habe, die mag ich nicht so. Ich hätte gerne wieder eine Rocket. Muss ich mal gucken. Die sind leider nicht ganz günstig. So, mal wieder Stein hier rein. Lapis. Ich habe gerade kurz überlegt, was ich jetzt hier eigentlich wollte. Ich bin so vergesslich, ne? Es ist richtig traurig. Es ist richtig traurig. Bitte sag mir, dass es nicht nur mir so geht. Das würde mich positiv stimmen. So, wo packen wir die denn hin? Hier? Ja, die packen wir erstmal hier drin. So, einmal Lapis, einmal das hier und dann Haltbarkeit. Oh, das wäre auch gut. Oh, das wäre auch gut. 7 und 15. Das geht. Also, können wir nicht. Wir können nicht. Naja. Haltbarkeit wäre auch gut gewesen. Naja. So. Habe ich alles Lapi abgelegt? Lapi? Na du Lapi. Du bist ja Lapi. Entschuldigung. Da ist kurz der Schweizer in mir aufgestanden und hat sich wieder hingelegt. So. Nee, wir müssen runter. Ah, wir müssen, also wenn dann hier mal eine Treppe ist, ne, dann kommen wir auch besser runter zum Lager, was doch etwas tiefer ist, fällt mir gerade auf, aber es passt schon. War das hier? Das war hier. Wenn da jetzt ein Hühnchen rauskommt, ne? Gut. Okay, das würde ja bedeuten, warte mal, haben die jetzt eigentlich beide dieselbe Verzauberung? Im Grunde ja schon, ne? Also können wir auch den hier verwenden. Wie tief müssten wir denn hier gehen? Noch einen, ne? Dann wären wir auf derselben Höhe. Ja, so würde das passen. Oh je, wir werden wieder Stein haben. Naja. Aber ich denke, das ist hier tatsächlich dann ganz gut, um wirklich ein Lager dann zu machen. Also irgendwo müssen wir es ja endlich mal machen, ne? Das so lange ersehnte und angekündigte Lager, was dann am Ende wahrscheinlich ein Pups wird. Haben wir uns eigentlich. Wir haben uns jetzt nicht schlafen gelegt, ne? Doch, haben wir. Bin mir nicht mehr sicher. Oh, Eisen. Sehr gut. Sehr gut. Das nehmen wir doch sehr gerne mit. Weil wir brauchen einen neuen Amboss. Aus ominösen Gründen ist er verschwunden.
Oh, wir waren gestern jetzt gar nicht mehr bei Chrissy, fällt mir gerade auf. Wir wollten bei ihr ja noch vorbeigucken, aber haben wir dann am Ende nicht gemacht. Weil das Ende dann doch ein bisschen abrupt war. Weil ich nach 3 Stunden irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie plötzlich hatte ich keine Lust mehr. Man möge mir verzeihen. Hab dann noch ein bisschen arg gespielt mit Till. Weil ich da das Züchten für mich entdeckt habe. Wiederentdeckt habe. So, war das alles? Wir lassen es einfach mal so. Mit dem kleinen Pups wird ja nichts spawnen. Oh. Da war sie, Rip. Unser treuer Freund. So, eigentlich können wir jetzt hier auch direkt mal so wegmachen. Wird das gerade Nacht? Oder sieht das nur so aus? Es sieht nur so aus. Irgendwann brauchen wir hier standardmäßig überall Tageszeitanzeigen, Uhren, Dinger da. Damit wir immer wissen, was draußen gerade so abgeht. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Von oben irgendwie ein Tagessensor, der halt checkt so, jo, was ist denn draußen gerade für Happening und so. Und unten wird dann irgendwas aktiviert mit Redstone, damit du von unten halt siehst, aha, es ist Nacht geworden. Oder in dem Falle dann Tag. Je nachdem, wie man es halt einrichtet. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Das Problem ist halt nur, man bräuchte viele davon. Weil man da unten an sehr vielen Orten sein kann. Das ist problematisch. Was ist denn das hier für eine Höhle? Die endet hier? Okay, das hört sich an, als wäre über mir Pferd. War das da, wo wir mal reingeguckt haben? Ob da irgendwie was ist, weil wir immer wieder Geräusche gehört haben? Kann das sein? Könnte, ne? Es könnte sein. Das könnte tatsächlich sein. Kann mal jemand kurz nachgucken in den alten Folgen, wo das war, Kappa? Dauert bestimmt nicht lange, das zu finden. Sind ja nur über 200 Folgen. Bitte einmal alle komplett durchgucken bis hier. Danke. Man ja wohl mal verlangen, ne? So. Wir sind gleich draußen. Oder besser gesagt drinnen. Wir
Peterson drin? Ja, jetzt. So, ich pack da erstmal irgendwie Herde hin. So, dann gucken wir mal, ob wir hier, ne? Doppelklick und so. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht der Fall. Dann liegt es tatsächlich leider an der Maus. Kacke. Das ärgert mich, ne? Mal kurz ein Schlückchen Kaffee. Ja, bevor der wieder kalt wird. Ich brauche eine neue Rocket Maus. Da ist halt Eisen, das muss ich auch noch mitnehmen. Das geht nicht, das kann ich so nicht stehen lassen. Sätze, die man zu Hause auch mal hört. Das kann ich so nicht stehen lassen. So. Jetzt fangen wir halt schon wieder so ein Nebenprojekt an, ne? Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar. So, wir gehen mal kurz hoch. Hallo Chicken! Wollen wir etwas machen, was sich nicht reimt? So! Es ist Nacht. Huch. Hallo? Ja. So. Gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Wo? Der ist da oben drauf, ne? Der ist echt da oben drauf. Ja, gut. Sag mal. Immer diese Versicherungsvertreter. Grüße gehen raus an Kronk. Wer hat denn das gemacht? Das war ich nicht. Bestimmt auch Crow. Das hat doch alles Crow gemacht. Das kann doch nur Crow gewesen sein. Ja. So. Eigentlich sollten wir uns da unten schon mal ums Ende kümmern. Wir packen aber erstmal das Eisen unten in den Schmelzofen. Wir packen aber das hier rein und das hier, das wird nicht reichen. So, wir haben nämlich meines Wissens nach, haben wir hier noch... Wir haben noch Trichter. Und wir könnten auch noch welche herstellen. Das heißt, wir bräuchten noch Truhen. Eigentlich können wir... Oh Gott, hier sind ja Truhen. Meine Fresse. Also, wenn die nicht reichen, dann weiß ich ja so auch nicht, ne? Also, mein Gott. Mein Gott, Walter. So,